Hallo meine Lieben, in diesem Video schauen wir uns mal eine Agentur an. Und zwar schauen wir uns an, wie eine Agentur eben SEO und Content Marketing macht. Ich habe mir rausgesucht die eBakery.de, eine Agentur aus Frankfurt, die im Bereich Online-Marketing und E-Commerce eben aktiv sind. Das Interessante an der Agentur, sie sind mit Shopware-Agentur oder Shopify-Agentur und mit ganz vielen anderen Begriffen auf Platz 1. Und wie sie das machen, was wir daraus lernen können, erfährst du in diesem Video. Wenn wir uns die Website anschauen, eBakery.de, haben wir eine WordPress-Installation. Und wenn wir uns Ahrefs anschauen, dann sehen wir, dass diese Website circa 27.000 Besucher pro Monat organisch auf der Website haben. Das ist wirklich nicht schlecht. Wir reden ja noch immer von einem grundsätzlich B2B-Thema. Wenn man sich den Sistrix-Graphen anschaut, sieht man, dass wir fast kontinuierlich steigen, was ja auch ein super Zeichen ist. In Google über den Seitbefehl haben wir ca. 3580 Seiten indexiert. Das heißt, die Website ist relativ groß. Das ist aus diesen ganz vielen Blogartikeln eben, die auf dieser Website vorhanden sind. Auch zu erwähnen, der YouTube-Channel, und so bin ich ursprünglich auch auf Sie aufmerksam geworden, gibt es seit 6 Jahren, fast 6500 Abonnenten und 1245 Videos, also das ist schon eine ganze Menge, und wo es einfach wie erwähnt über E-Commerce, Online-Marketing und so weiter geht, und dadurch sind Sie mir eben auch aufgefallen. Was ist positiv? Schauen wir uns mal Rankings an. Also wir haben da so Magento-Agentur auf Platz 1 mit 1150 Suchvolumen, gibt es die Shopify-Agentur deutschlandweit Platz 1, Social-Media-Agentur auf Platz 4, Shopware-Agentur Platz 2, Platz 1 ist natürlich Shopware, den kann man nicht, das ist quasi wie ein Platz 1 und vieles, vieles mehr. Also da gibt es schon wirklich gute Rankings. Wie die zustande kommen, ist aus meiner Sicht so ein Mix. Ja? Also gutes SEO für sich selber zu machen. Wir haben gutes Content-Marketing, das heißt eBakery ist eine Authority einfach in dem Bereich, vor allem im E-Commerce-Bereich. Wir haben einen YouTube-Channel, wir haben Brand-Signale und so weiter. Website ist SEO-sauber und so weiter. Shopware-Agentur habe ich mir angeschaut. Also was hier sozusagen das dritte Zündlein an der Waage ist, ist, hier wird natürlich auch massiv an Backlinks aufgebaut. Also Shopware-Agentur zeigen 51 andere Webseiten darauf. Das ist für eine Unterseite relativ viel. Da im Vergleich eine mit 2, 0, 5, 1, 23. Das ist eine Startseite, das muss man ein bisschen anders behandeln. Also es wird da schon sehr aktiv Backlinks betrieben und in diesem Mix heraus hat die Agentur einfach damit einfach Erfolg. Wenn wir uns anschauen, welche URLs die meisten Google-Sichtbarkeit erzeugen, dann werden wir eben relativ schnell draufkommen oder sehen wir, dass das primär Blogartikel sind. Also mehrere Bilder in Instagram-Story anzeigen, Facebook-Story anonym schauen, TikTok-Wasserzeichen speichern oder eben nicht. Also so sehr starke Social-Media-Themen, die natürlich große Aufmerksamkeit haben. Eben auch nicht nur B2B suchen, aber das ist für einen Blog, glaube ich, völlig in Ordnung, weil das braucht ja irgendwie beides. Also weiß ich nicht was, TikTok ohne Wasserzeichen braucht der Unternehmer ja genauso wie die Privatperson. Also das ist sicher eine schlaue Strategie. Ich weiß, wie viel Arbeit YouTube sind. 1245 Videos muss man mal hinkriegen. Das zeigt schon sozusagen von Durchhaltevermögen. Es zeigt auch, dass man sich lange mit dem Thema, es ist einfach Glaubwürdigkeit hoch 7, in meiner Perspektive zumindest. Und da auf jeden Fall Daumen hoch. Und was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass wir in den Referenzen eben Kunden und Success Stories haben und natürlich Zertifizierungen. Also man weiß, Zertifizierung kriegt man manchmal einfacher, manchmal schlechter. Wir haben aber wirklich sehr viele Success-Stories auch oben auf der Website und man findet eigentlich wenig Negatives bis keines eigentlich irgendwie über die Agentur. Also passt das. Wenn du keiner dieser interessanten Videos verpassen möchtest, dann abonniere unseren Channel, wenn du das nicht schon längst getan hast. Gib dem Video einen Daumen hoch und hinterlasse einen Kommentar. Damit hilfst du einfach, dass auch andere Leute dieses Video sehen. Jetzt kommen wir zu den Themen, die wir verbessern könnten, beziehungsweise wo einfach Verbesserungspotenzial vorhanden ist. Ich habe es vorher schon erwähnt, wir haben 3420 Unterseiten. Das Problem ist dann natürlich, wenn ich jetzt Blogartikel hernehme, dann sind da schon eine ganze Menge. Ich bin nachher dann drauf gekommen, dass viele YouTube-Videos einfach als Blogartikel sozusagen hinzugefügt worden sind, also ohne großartigen Text. Manche wurden, so wie man es zum Beispiel hier sieht, Instagram Content Claim, sind Reposts erlaubt, solche Dinge. Also da hat man das Video scheinbar in einem Blogartikel hinzugefügt und dann ein Skript daraus gemacht. Scheint auch gut zu funktionieren. Manche Blogartikel oder manche Seiten bestehen halt nur aus einem Video oder sind halt einfach logischerweise aufgrund der Menge einfach uralt. Und unsere Erfahrung hat so ein bisschen gezeigt, dass natürlich alte Inhalte, kommt aufs Thema an, aber generell, natürlich, wer möchte einen SEO-Tipp von 2018 lesen? Das heißt, irgendwann muss man seine Inhalte aktualisieren, wenn man das Ranking behalten mag. Sonst ist das ein bisschen tot
roter Inhalt und das ist halt natürlich schade, wenn man den auf der Website hat, beziehungsweise meinen auch einige, beziehungsweise ich bin auch der Meinung, schadet das eigentlich der Sichtbarkeit, wenn man da eben nicht aufgeräumt arbeitet. Also hier ein Beispiel von JTL-Installation von 2013. Ich weiß nicht, ob das noch so relevant ist, würde ich immer prüfen, gibt es Traffic drauf und dann entscheiden, kann man es aktualisieren, würde das einen Sinn machen, kann man mehrere Artikel zusammenführen oder soll ich ihn einfach deaktivieren. Das zweite, was mir aufgefallen ist, was ich komisch fand, war, ich sehe keine Teamseite. Ich sehe keine Menschen. Also ich erfahre nicht, woraus die Agentur entstanden ist, beziehungsweise was für ein Team da dahinter steht. Und mein Problem ist die Kombination mit, wenn ich jetzt die Leistungen aufmache, sieht man es ganz gut, mit dieser Vielfalt an Leistungen. Das heißt, ich weiß, für einen Profi weiß man, dass zum Beispiel alleine das Thema Affiliate Marketing oder das Thema JTL Webshops oder Shopware schon wahnsinnige Tiefe braucht, dass man das gut kann. Ich sehe halt nicht, ob die Agentur jetzt überhaupt genug Manpower hat, um seriös diese Leistungen machen zu können oder ob das über Partner geht oder nicht und diese Dinge. Wie soll ich sagen, das ist ein bisschen ein Hemmschuh vielleicht, auch vielleicht für einen potenziellen Kunden, der sich da einfach unsicher ist. Laut LinkedIn haben wir auf der eBakery und Kunden recherchieren ja auch unterschiedlich intensiv. LinkedIn oder Google ist ja da auch ein Weg. Da sehe ich 33 Personen. 33 Personen für all diese Leistungen, diese alle in der Tiefe zu können, ist schon sehr sportlich. Und wenn man mir nicht erklärt, warum man das kann, dann kann das eben einfach auch einen potenziellen Kunden abschrecken. Man muss aber zugute halten, dass alle Bewertungen, die ich gefunden habe auf allen Plattformen, Shopware, auf der Shopware-Partnerseite, Kununu als Arbeitgeberportal, Google-Bewertungen, Proven-Expert-Bewertungen und so weiter, die schauen alle nicht gefaked aus und alle sind fast durchaus positiv. Es gab eine negative, aber ja, das passiert halt mal, also wir sind alle Menschen, aber da hat man echt nur Positives gelesen. Also das ist vielleicht so ein Punkt, da kann man drüber nachdenken, ob man das nicht verändert. Und das Letzte, das ist sicher Geschmackssache. Wir haben natürlich eine Agentur, eine sehr technische Agentur, so wie wir es auch teilweise sind. Und da ist natürlich Design und so weiter eher nach Funktionales wichtiger als Optik. Es ist vom Webdesign völlig okay, also da kein Kritikpunkt. So Menüpunkte und so Freshness-Faktor ist unterschiedlich. Aber wie gesagt, wir sind ja keine Kreativagentur, das verstehe ich schon. Aber halt natürlich, also nicht was, 70 Menüpunkte. Ist natürlich möchte man den Kunden alles zeigen, was man dann anbieten kann. Aber das ist vielleicht in der Kombination nochmal mit dem über uns noch so ein Streitthema. Fazit: Agentur macht einen guten Job scheinbar, auch am Markt und im Kundenservice. Ich glaube, sie schaffen diese Kombination und die, glaube ich, macht sie auch relativ einzigartig, tiefe Technik zu können, also JTL-Shops oder Anbindungen beziehungsweise Shopware-Shops und so weiter. Das muss man schon wirklich gut können, Magento-Shops noch mehr. Ganz schwierig auch Personal zu finden dafür in Kombination mit, und das ist das Signal, was sie für mich schicken, sie verstehen auch Online-Marketing, egal jetzt in welcher Tiefe, und SEO machen sie scheinbar für sich selber gut, glaube ich, ist das eine ganz gute Anlaufstelle, wenn es um so Sonderthemen wie Shopware, JTL und Magento geht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kann ich dir auch Folgendes empfehlen, nämlich habe ich mir die Tesla-Webseite angeschaut und da habe ich mir auch angeschaut, wie gut ist eigentlich Tesla? Schrott oder Genialität? Vielen Dank, dass du das Video bis hierher angeschaut hast und ich freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen.